So, einmal Potion hier rein. Oh, Elixier nicht. Elixier heilt Leben und Magie. Na, das spare ich mir auf. Das ist noch seltener als Potion. Und das behalte ich lieber mal fürs Erste. Von oben habt ihr eine bessere Übersicht. Dann gehen wir hoch. Ah, natürlich kann ich nicht direkt hochspringen. Hey, Katze! Die Schatten sollten bald hier sein. Seid ihr auf das Schlimmste gefasst? Wenn nicht, Pech gehabt. Oh, ich hasse den Kerl. Tada! Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Gegen den Kämpfer in mehreren Spielen. In mehreren Kingdom Hearts spielen und ich raste jedes Mal. Jetzt komm auf meine Höhe. Geht doch. Da finde ich jetzt wieder schade, dass ich nicht weiß, wie viel Leben der eigentlich hat. Weil ich die Fähigkeit noch nicht habe. Mann, der ist so hoch. Ganz hoch noch nicht springen. Komm auf angemessene Höhe. Freundchen. Wirst du bald runterkommen? Ich lande einen Schlag. Wenn es gut geht. So, jetzt ist er wieder unten, jetzt kann ich ihn wieder schlagen. Kann man ich kann dem eh nur Schaden machen, wenn er runterkommt. Sonst treffe ich den nicht. Kommst du runter? Nö. Ich dachte, die hätten den schon wieder so weit K.O. geschlagen. Schön ausweichen immer. Wo es gerade eh ziemlich gut läuft. Weil ich seine Schläge mit meinen pariere. Gerade. Komm hoch! Boah, ich kann die ganze Zeit nur Kreis und Kreis und X. Bis ich da oben bin. Und der tut den immer ausvisieren. Nehmen den Feuerzauber! Einziger, mit dem ich den da oben wirklich gut treffen kann. Komm schon, das war's dann. Ja, spring da rauf. Oh, jetzt haut er ab. Genau dann, wenn ich mal auf eine höhere Position gehe. Oh je. Man spielt nicht mit dem Feuer. Freundchen. Das darf nur ich. Mit meiner Feuermagie. Apropos. Pabum. Pabum. So, jetzt habe ich nichts mehr. Boah. Den bin ich jetzt mal gekonnt ausgewichen. Ich nehme trotzdem mal eine Potion. Nein. Hör auf mit deinen Kugeln. Oh, der ist wirklich verdammt hoch. Sollte vielleicht eher Eismagie gegen den einsetzen, glaube ich. Wenn der mit Feuer kämpft. Nein, er ist jetzt selber kein Feuermonster. Ein Feuerherzloser, aber er kämpft zumindest damit. Komm, das war's jetzt. Nein, war's natürlich nicht. Goofy ist auch K.O. Sehr gut, mein Team wechselt sich ab mit dem K.O. sein. Oder sind gleich beide gleichzeitig K.O. Komm doch runter. Lass uns spielen. Okay, mit dem treffe ich ihn nicht mal. Immer schön springen, damit es noch eine extra Höhe hat. Hä? Willst du jetzt zweimal Feuer holen? Ist das so blöd, um deine Stangen anzuzünden? Ernsthaft, Herzloser? Wirklich? Dafür bist du zu blöd? So, jetzt aber. Ach, die kann man auch angreifen. Okay. Maximum Leben erhöht. Abwehrkraft bei Donald. Sehr schön. War alles dabei. Oh, wieder ein Herz.
Flammenwall erhalten. What a racket. How's a doorknob to get any sleep? Was war das? Habt ihr das gehört? Als wurde, als ob etwas aufgeschlossen wurde. Oder geschlossen wurde. Oh, ein Gummistein. Dieser Gummistein ist nicht wie die anderen. Okay, ich werde ihn nehmen. Navi-Gummini erhalten. Ausgezeichnet, du bist ein Held. Falls ihr Alice sucht, sie ist nicht hier. Sie ist verschwunden. Verschwunden mit den Schatten in die Dunkelheit. Nein! Zurück zum Gummijet. Wir werden in anderen Welten nach ihr suchen. Wir müssen zu einem Speicherpunkt, um zum Schiff zurückkehren. Ach, wenn man von Speicherpunkt spricht. Mal kurz speichern zwischendurch. Jetzt, wo wir das so bravourös gemeistert haben. Und ab in den Gummijet. Let's go to the next world. Ich habe eine Trophäe verdient, der Kaninchenbau. Ach, und jetzt haben wir eine neue Welt. Eine neue Freld. Aber, oh, jetzt müssen wir... Stimmt, da war ja was. Man muss ja von einer Welt zur nächsten fliegen immer. Das heißt, dass er zuerst nach Travers fahren muss. Also eigentlich schon cool gemacht von dem her. Nicht so einfach links überall rumfliegen kann. Ist realistischer als es manche andere Spiele sind. Auch wenn es nerviger ist. Aber ich wollte den grünen Stern haben. Abschießen! Ich will die Platte da treffen. Na, geht doch. Gar nicht so einfach, das zu schaffen. Aber es geht. Wenn man sich nur richtig bemüht. Vor allem da, wo das Kreuz hinzielt, da schießt man auch nicht wirklich hin. Das zeigt so ganz in die Ferne und da trifft man dann. Davor trifft man eh nicht. So, komm, bau dich auf, Welt. Geht doch. Steine! Da habe ich jetzt abgeräumt. Da habe ich jetzt abgeräumt. So. Von hier aus geht es dann direkt weiter zur nächsten Welt. Ich hätte vielleicht vorher erst zu der einen Welt fliegen können. Jetzt muss ich dann das nächste Mal... Okay, dann hätte ich nachher den Riesenweg fliegen müssen. Es ist immer ein Riesenaufwand. Aber später wird das ein bisschen einfacher. Dann kann man schon von Welt zu Welt fliegen. Aber jetzt ist es leider noch ein bisschen anstrengend. Mission geschafft, Reifengummi. Weltkarte? Ich will da weiter. Auf zu neuen Gefilden. Da was? Ach ja. Das dauert aber auch. Boah, es sind da viele Gegner. Ein bisschen mehr als beim anderen Flug. Komm. Muss man wirklich ganz vorsichtig zielen, damit man was trifft. Braucht ein bisschen Ruhe und Gefühl. Ganz viel Energie und ein Schild. Komm! Ah, den wollte ich noch treffen. Wollte die Reihe fertig haben. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Wenn es mir nicht vergönnt ist, dann soll man es lassen. Wenn das Schicksal es nicht will. Komm! Platzt eine von euch. Oh, ich tue mir selbst weh.
Karten. Ganz viel Schutzschild. Sehr gut. In den roten was drin? Ja, der Tod. Ach, da ist ein Stern. Ein Spezial. So, ein Gebiet kommt noch, oder? Wahrscheinlich. Sonst wäre die Welt schon da. Einfach wild herumschießen, man trifft schon was. Boom. Das noch. So. Komm! Boah, der wollte fast nicht platzen. Böser Stein. Komm, die drei auch noch. Ja. So, da vorne müsste jetzt eigentlich... Ja. Welt ins Ende sein. Oh, eine sehr schöne Welt. Ja. Die mag ich gern. Neue Highscore. Arena des Olymp. Landen. Wo wird es uns wohl hin verschlagen? Arena des Olymps. Ach, gar keine Einführungsszene oder sowas, nicht? Ach ja, und da ist das Weiß-Trio-Deck. Ich glaube, das ist sogar das Letzte, was man kriegen kann. Ein paar leere Tafeln. Das letzte Trio-Deck, was es gibt. Ah, da ist ein blaues. Das ist auf meinem Niveau. Und das blaue Trio-Deck. 22, 23. und 24. Welt bist du nach Hause gelaufen. Das blaue Trio-Deck bringt ja eigentlich nur so kleine Items. Oder jetzt eben zum Beispiel die Welpen. Aber die späteren, die haben dann auch einen größeren Sinn. Irgendwie. Bewirken dann noch was. Und hier? Mithril-Erz. Sehr wichtig für spätere Herstellungen. Was aber, wie gesagt, erst später kommt. Mega-Potion. So, hier draußen ist nichts mehr, oder? Lodernes Feuer. Ob es sich löschen lässt? Mit Eis? Scheint jetzt gerade nicht so zu funktionieren, wie ich das gern hätte. Lässt sich nicht löschen. Ich hab's probiert. Schauen wir mal. Ach! Wer ist denn da? Ein Speicherpunkt? Da zum Beispiel. Das gelbe Trio-Deck, das bringt dann was. Sag ich jetzt mal so. Good timing. Give me a hand, will you? Move that pedestal over there for me. I gotta spruce this place up for the games. Und wie soll ich das machen? Es geht doch nicht. Der ist stabil. Bring alles auf Vordermann. Pronto, ich muss die Spiele vorbereiten. Das machst du doch mit links. Zutritt verboten. Nö. Irgendwie nicht. Komm schon. Kann das nicht. Sieh es ein. Gehe ich eben wieder. Okay, das bringt auch nichts. Wie kann ich dem verklickern, dass ich zu schwach bin? Ah, warte mal. Gleich da. Gegenschieben. Bewegt sich kein Stück. Gleich den von der Seite ausschieben. Ja. Ja, nicht wieder loslassen. Da tut sich nichts. Ah. It's way too heavy. What? Too heavy? Since when have you been such a little? Oh, wrong guy. What are you doing here? This here is the world famous Coliseum, heroes only. And I got my hands full preparing for the games, so run along, pipsqueaks.
Look, it's like this. Heroes are coming from all over to fight ferocious monsters right here in the Colosseum. You've got heroes standing right in front of you. Yup, he's a real hero chosen by the Keyblade. And we're heroes too. Hero? That runt? What's so funny? I fought a bunch of monsters. Hey, if you can't even move this. Ja. You can't call. Passiert da noch was? Okay, du bist auch kein Held. Oder ist das die Altersschwäche? Okay, so it takes more than brawn. Well, let's see what you can do. Wahrscheinlich mehr als du, so wie es aussieht.